Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid zum Replay of the Week. Und dabei habe ich heute ein ganz neues Schätzelchen für euch am Start. Und zwar den Sumur SM. Das ist der neueste Premium-Panzer, der auch mit Version 1.0 und damit auch erstmalig Version 1.0 hier am Start, was ich natürlich umso geiler finde, mal im Replay of the Week auch gleich eine schöne Grafik zu präsentieren. Der Sumur SM ist ein Autoloader, ein Heavy Tank der Franzosen mit 5 Granaten im Magazin, 232 Durchschlag mit 300 Schaden. Wenn es nicht reicht, gibt es Premium mit 263 Durchschlag und wie gesagt immer 5 Granaten am Start. Ja, das Spiel selber, Version 1.0, ist glaube ich bei vielen da draußen verdammt gut angekommen. So auch bei mir natürlich. Ein optisches Highlight. Endlich hat lang genug gedauert, bis wir von World of Tanks endlich auch von einem optischen Sahnebissen sprechen konnten. So, Munilage ist repariert. Der Reload im vollen Gange. Hier in dem Fall natürlich das Schöne, dass er Top-Tier ist. Das muss man natürlich auch noch erwähnen. Nicht, dass dies hier unerwähnt bliebe. Ich habe mir das Replay selber rausgesucht, weil es gibt leider noch kaum Einsendungen damit. Der Reload selber sind so um die 35 Sekunden, ganz grob. Ich müsste selber nochmal die Zeit nachschauen, aber so kann man das schon sich ganz grob im Kopf behalten. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und das Besondere an dem Panzer ist, dass man auch mit dem halt wirklich was tanken kann. Also dass der nicht wie die Lorraine zum Beispiel komplett butterweich ist, sondern mit dem Sumur, da geht auch durchaus noch ein bisschen was an der Panzerung. Also der ist nicht so wie jeder andere Franzose komplett wehr- und schutzlos, sondern der kann den einen oder anderen, wie man ja auch hier schon sieht, mit 1500 geblockt, durchaus mal abprallen. Es ist immer noch nicht der unfassbar tankigste Panzer im Spiel, aber wie gesagt, da ist es nicht so wie mit der Lore, wo man auf einmal beim Gegner steht und man kann nichts mehr machen. So. Jetzt muss er aufpassen, dass es sein Mate keine gibt. Und jetzt hat er hier den ISM gut hingestellt. Hat auch gut Damage machen können. Jetzt müsste der genau T26G5 hier nur noch den Killshot machen. Und das hat er auch gemacht. Leider wurde er ja jetzt selber vom Achilles rausgenommen. Zu schade. Sein Mate hätte er natürlich liebend gern weiterhin wahrscheinlich behalten. Jeder bekommt jetzt mal eine Schelle da drüben. So, der Emil, der hat nicht mehr viel. Der denkt vielleicht, oh, der ist im Reload. Da passiert mir jetzt nichts. Und den Emil, den hat er noch mit seiner letzten Granate gecasht. Da hätte der Emil vielleicht noch mal ein bisschen warten sollen. Aber in dem Fall auch hier noch mal einen Bounce hinbekommen. Also läuft bisher sehr fein für ihn. Natürlich, jetzt ist er im Reload. Da müsste der Gegner jetzt nachsetzen. Traut sich aber nicht so wirklich. Keine Ahnung, vielleicht vor dem KV-2 so eklatanten Schiss. Aber in dem Fall, das ist jetzt der Moment. Da musst du drauf, wenn der Reload vom Autoloader am Start ist. Wir sind bewegungsunfähig. Ganz schlechter und schwerer Schuss. Aber er schafft es trotzdem noch durchzubringen. Der KV kommt da jetzt vor. Der geht aber nochmal drüber. 2 Granaten hat er noch im Magazin. T29 ist raus und den Tiger kann er gleich im Double Kill mitnehmen. Sehr gut gemacht. 3. Kill von ihm. Und wie gesagt, ganz klar, Gegnerfehler hier zu warten, bis er wieder nachgeladen hat und nicht direkt drauf zu gehen, weil dann
wäre das Thema wahrscheinlich für ihn erledigt gewesen. So, hinter denen will sich da jetzt der Panther ranrobben, aber 1300 Hitpoints, das könnt ihr sogar mit einem Klick machen. Aber in dem Fall bekommt er auch noch vom E25 Support und ja, da ist es auch schon erledigt. Wie gesagt, auch hier die Explosion von dem Panther, wunderschön, also auch das Feuer schaut halt einfach aus, wie so ein Feuerchen aussehen sollte in dem Spiel im Jahr 2018. Natürlich wird mich dazu und zu dem Patch 1.0 mal eure Meinung interessieren. Also sagt mir doch mal, wie findet ihr den Patch, wie findet ihr das Spiel? Hat sich was getan im positiven wie negativen Sinn? Meine persönliche Meinung, vielleicht auch nochmal ganz kurz angemerkt, ich persönlich finde Patch 1.0 und die Karten wahnsinnig schön, gefallen mir richtig gut. Die Karten selber sind ein bisschen flacher geworden, das ist vielleicht der Nachteil für die gewisse Heavy-Tank-Klasse, aber mein Gott, ist halt so. Kartendesigns sind immer, glaube ich, Pro und Contra zu bewerten und am Ende egalisieren sich dann gewisse Lager. Was ich auf jeden Fall noch sehr toll finde, dass die Kartenvielfalt wieder deutlich stärker ist. Also bis dato hat man immer das Gefühl, man kommt immer auf die gleiche Karte und hier nach einigen selbstgespielten Gefechten, muss ich sagen, geht mir das nicht so, sondern ich habe so das Gefühl, dass da wirklich die Karten durchaus stärker variieren und man eben nicht immer auf die gleichen Karten kommt. Also das ist so mein aktuelles positives Fazit zu dem Patch. Also für mich entwickelt sich World of Tanks extrem in die richige Richtung und ja, der Type 59, der hätte sich wahrscheinlich einen Stand von vor 3 Jahren gewünscht eher, da wo er noch dominiert hat, und in dem Fall wurde er da vom Sumur einfach mal eiskalt gnadenlos rausgewuppt, genommen, wie auch immer. Jetzt mit 14-11 ist natürlich die Runde so gut wie erledigt. Für ihn geht es höchstens noch um den Krieger, aber der AMX-12T ist natürlich weit entfernt zuletzt gespottet worden. Aber ansonsten muss man einfach sagen, es läuft sehr, sehr, sehr gut für ihn hier in der Runde. 6.294 Damage, 2086 abgeprallt, das ist durchaus beachtlich, 469. Ja, das ist dann dementsprechend vielleicht so ein bisschen, naja, da wäre mehr gegangen vom Unterstützungsdamage, aber er hat es probiert. Von dem her alles noch fein. Jetzt geht er erstmal für den Cap, ist auch sinnvoll. Nicht immer komplett mit allen Mitteln versuchen, den Gegner zu finden, ellenlang danach zu fahren, sondern sich den sicheren Sieg zu holen. Und wenn der Gegner kommt, ja, dann ist doch fein. Dann ist doch immer noch alles gekonnt, aber man verschwendet auch nicht unnötig Zeit, weil klar, ein schneller, guter Sieg, den man doch Cappen einnimmt, kann man direkt raus und das nächste Spiel sich gönnen. Also deswegen gar nicht lang rumlamentieren, sondern weiter. Jetzt ist er auch nochmal ein Stück zurückgefahren. Nicht, dass er sozusagen irgendwie von irgendwo strange aufgedeckt wird. Und dann halt decapped wird. Das nervt dann eher. Aber jetzt zieht er da den 12-Tonner. Weil der kommt dann doch nochmal in die Richtung. Der KV-2. Jetzt will er sich erstmal zurückziehen. Guckt mal, was der 12-Tonner da so macht. Aber merkt so, ja, der guckt gar nicht so auf mich. Da kann ich vielleicht nochmal hier
meine Kanone ins Spiel bringe, der 12T. Der hat nämlich gerade nur Augen für den KV-2. Umfährt ihn da. Der erste Schuss von ihm geht hier daneben. Zweite auch. Dritte sitzt. Und noch einen. Komm, hol dir den Krieger. Und oh, der klappt. Der war so knapp, aber er hat ihn noch hinbekommen. Ja, sehr schöne Runde. 6874 Damage. Sogar noch den Cap mit 100 Punkten eingenommen. Und knapp 2k Base-XP. Die Credit-Ausbeute war auch fein. Ich glaube, das kann man lassen. Und das war ein schönes Replay of the Week mit einem schönen neuen Panzer. Wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig. Also, Patch 1.0, wie gefällt es euch? Wie gefällt euch der Panzer? Haut es raus. Ich bin euer Alcaramba. Bis zum nächsten Mal.